So, dann nochmal herzlich willkommen zum ESB-Tutorium. Mittlerweile Aufgabenblatt 12 in diesem Semester. Meines Wissens das letzte Aufgabenblatt. Das heißt, wenn wir die Aufgaben oder wenn ihr die Aufgaben durch habt, dann seid ihr hoffentlich auch spätestens jetzt mit allen Punkten durch. Wobei, wenn ihr das Tutorium das Semester über verfolgt habt, habt ihr hoffentlich auch zwischendurch schon genug Punkte gesammelt. Vielleicht einmal ganz am Anfang, damit das nicht am Ende untergeht. Wir haben ja noch 2 Semesterwochen, dementsprechend theoretisch 2 Donnerstage in der Vorlesungszeit. Und ich biete traditionell dann immer noch mal schon an, dass man ein bisschen mit Wiederholung und Klausurvorbereitung anfangen würde. Das heißt, ich würde gucken, querbeet einmal Aufgaben über das ganze Semester rauszusuchen, dass man einfach schon mal ein bisschen gucken kann, okay, was ist noch hängen geblieben, und ihr vielleicht eben schaut, ah, hier an der Stelle sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Wiederholung machen. Oder einfach, dass ihr schon mal ein bisschen eingestimmt seid auf die Klausurvorbereitung. Dafür könnt ihr gerne auch Wünsche mir äußern, beziehungsweise mir schreiben. Und genau, da, wenn ich dran denke, erinnere ich am Ende nachher nochmal dran. Aber erstmal zum Aufgabenblatt. Und ihr habt vielleicht, wenn ihr die Zeit schon hattet, euch das anzuschauen, ist ja leider gestern irgendwie um 22 Uhr wohl erst online gegangen. Wenn ihr euch das schon anschauen konntet, dann habt ihr gesehen, dass da sehr viele Sachen rund um Adressierung, Register, Speicheradressen, dass es da so ein bisschen weitergeht und am Ende, dass wir uns da auch nochmal irgendwie anschauen sollen, wie eigentlich so ein Programmaufruf funktioniert unter x86. Genau, dann würde ich sagen, starten wir mal rein in das, was im Bereich der Aufgabe vor allem von 12.2 ist. Also 12.1 vielleicht ganz kurz ist ja eine Textaufgabe, Vergleich von CISC und RISC. Da könnt ihr so ein bisschen mal gucken, was in den, insbesondere in den Vorlesungsfolien dazu ist. Wie bei allen Textaufgaben versucht ein paar Kategorien zu finden, unter denen ihr das vergleichen könnt. Vielleicht wie die Funktionsweisen sind, wie die aufgebaut sind, vielleicht auch von der Historie ganze bedingt. Genau. So, 12.2 aber. Da kommen wir nämlich ein bisschen dahin, dass wir gleich auch Dinge berechnen sollen. Es geht um die Darstellung von Immediate-Operanden. Das heißt, eine bestimmte Art und Weise, um Zahlen darzustellen. Eigentlich Zahlendarstellung. Nur halt etwas komplizierter, damit man unterschiedliche Größen von Zahlen möglichst effizient darstellen kann. So, wir machen das ein bisschen abgespeckt, dass wir uns das anschauen. Und zwar werden wir hier die Möglichkeit uns angucken, dass wir haben 4 Bit für Immediate oder den Im-Wert, beziehungsweise Im 4 soll das sein. Im 4. Das heißt, wenn es eine Variable gibt, die 4 Bit Breite hat, dann, ne, dann wisst ihr, dann können wir die Zahlen von 0 bis 15 darstellen. Wir nehmen 2 Bit für die Variable ROT. Das heißt, wir können die Zahlen von 0 bis 3 darstellen. Und dann gibt es ja eine Berechnungsvorschrift, die ist jetzt relativ äquivalent zu dem, was ihr auch auf dem Übungsblatt habt, nur eben mit diesen kleineren Werten. Also die Darstellung. Wir haben erstmal den Im4 mal 2 hoch 2 mal ROT. Das heißt, die Variablen gehen einmal rein in Im4 und einmal in das ROT. Und daraus folgend gibt es dann eben die Frage, welche Zahlen sind denn da überhaupt darstellbar? Da gibt es in der Hausaufgabe ein paar Beispiele, die ihr euch angucken sollt. Und wir werden das auch mal machen. Unsere erste Zahl wäre die 13. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie genau müssten wir unsere Variablenwerte wählen, damit wir am Ende mit der Berechnungsvorschrift für den Immediate-Wert auf die 13 kommen. So, wir befinden uns ja im Dualsystem. Also wir reden ja von Bits. Das heißt, ganz am Anfang sollte man einmal gucken, was für ein Wert die 13 im Dualsystem ist.
Das wäre nämlich folgendes. 1101. Und hat einer von euch vielleicht schon eine Idee, wie ich die Variablenbelegung wählen kann für rot und für im, um dann ganz geschickt da 1101 rauszubekommen? Denkt dran, es sind die Belegungen für im 4 zwischen 0 und 15 erlaubt und bei rot zwischen 0 und 3. Wenn euch der Ansatz noch fehlt, dann schreibt mir das gerne auch sonst kurz in den Chat, dass ich da irgendwo zumindest weiß, wo ihr gerade im Gedankenprozess seid oder ob ihr noch einfach versucht, so ein bisschen rumzuknobeln, welche Zahlen das sein könnten. Okay, fangen wir vielleicht noch mal ein bisschen langsamer an. Was heißt eigentlich diese Zusammensetzung der Immediate-Werte? Wir haben, wenn wir ins Aufgabenblatt gucken, den Hinweis auf Immediate. Immediate, das hatten wir schon mal. Ein Immediate-Wert. Erinnert ihr euch vielleicht, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Aufgabenblatt? Im Endeffekt ist ein Immediate-Wert ja sowas wie, ja, vielleicht eine Konstante, könnte man fast sagen. Oder es ist halt einfach ein direkter Zahlenwert. Und dann haben wir in dieser Berechnung noch dieses ROT. Und da stand ja auch was davon, dass es hier um in diesem Ganzen auch nochmal um ein Rotate-Breit geht. Und man dann eben auch die Frage sich halt stellt, wie viel oder wie weit kann ich dann rotieren? So, ich sehe gerade, ich habe es ein bisschen anders aufgeschrieben, als wie ihr es in der Hausaufgabe habt. Okay, das tut mir leid, dann liegt es auch da so ein bisschen mit dran. Aber eigentlich ja dann eben der Gedankengang, okay, ich habe eine Zahl, die kann ich erstmal wählen. Das, was ich selber wählen kann, ist dieser Immediate-Wert. Allerdings nur zwischen 0 und 15, das heißt 4 Bit Breite. Ich kann die Bits von 0000 bis 1111 darstellen. Heißt aber auch, dass ich also dass dann mit diesem Immediate-Wert ich nichts breiter auseinanderstrecken darf an Einsen als 4 Bit. Also alles, was irgendwo eine 1 hat, muss ich ja irgendwie erstmal in diese Berechnung reinbringen. Und das kann ich nur über den Immediate-Wert. Und deswegen muss der Bereich meiner Zahlen innerhalb des, meiner Einsen innerhalb des Immediate-Werts sein, haben. Haben, sein. Gott, ist für mich auch schon spät. Und dann versuche ich, das Ganze zu rotieren. Also irgendwo hinzuschieben im Endeffekt eigentlich. Ja, das heißt, ich fange an und ich gucke, habe ich irgendwie eine Zahl, die sich in der Dualdarstellung so darstellt, dass die vorderste und die hinterste 1 maximal irgendwie sich über 4 Bits verteilen, die direkt nebeneinander liegen. Das ist der erste Teil und dann schaue ich, wie weit muss ich das Ganze verschieben, beziehungsweise eben rotieren, damit es dann eben auch an der richtigen Stelle ist.
Und wenn wir jetzt hier eben die 13 haben, dann sehen wir, dass das 4 Einsen, also dass in diesem Viererbereich quasi die Einsen unterzubringen sind. Ich kann dann auch mein Im4 nehmen an der Stelle, also 1101. Und würde dann, ja, müsste ich dann jetzt irgendwie noch meine Einsen irgendwo hinschieben, irgendwo durchrotieren oder ähnliches? Eigentlich nicht, ne? Ist ja alles gut. Die sind ja, also erstmal dieser Immediate-Wert, das ist so der hintere Teil des Ganzen. Da haben wir doch tendenziell ein paar größere Werte. Das heißt, wenn ich jetzt hier da Nullen vorhab, kann ja bleiben, alles gut. Ich will es nicht rotieren. Okay, wenn ich es nicht rotieren will, dann muss ich gucken, dass ich, also und dann passe ich jetzt mal die Geschichte auf das an, Rotate Right, was ihr auch in Hausaufgabe habt, wie es geschrieben wurde. Rotate Right, Rot mal 2. So, wenn ich das Ganze nicht rotieren will, dann muss ich also auf 0 kommen bei dem Ganzen. Heißt also, ich sage, ich rotiere 0, dann rotiere ich 0 mal 2 oder Rot mal 2, 0 mal 2, ich rotiere nicht. Und ich lasse meinen Wert einfach so, wie er ist. No, soweit hoffentlich erstmal nachvollziehbar. So, jetzt gucken wir mal, ob ihr das mit einer zweiten Zahl dann selber hinkriegt. Schauen wir uns mal die 29 an. Was wäre jetzt der erste Schritt, den wir machen? Der erste ist, wir gucken wieder, was ist das in Dual? Das wäre 11101. Und jetzt die Antwort von euch mit dem, was ihr hoffentlich eben gelernt habt, ist diese Zahl mit Hilfe von irgendwelchen Werten von Rot und Im darstellbar? Und wenn nein, warum nicht? Denkt daran, die Zahlen müssen in einem 4-Bit-Bereich sein und sie müssen Rot 2, also sie müssen im Endeffekt, was heißt das eigentlich, Rot mal 2, das heißt, sie müssen eine gerade Anzahl Stellen rotiert werden können. Alles andere funktioniert nicht. Was gilt für unsere 29? Ja? Genau. Wir können diese Zahl nicht darstellen, weil unsere Einsen einfach zu breit sind. Die sind nicht in 4-Bit darstellbar. Heißt für euch schon, alle Zahlen, die irgendwie so sind, dass eure Dualzahl nicht in den 4-Bit oder in der Hausaufgabe dann halt in den, was haben wir da? Haben wir im 8, also in den 8-Bit-Bereich reinpassen, eh nicht darstellbar. Braucht ihr gar nicht drüber nachdenken. Schauen wir uns eine andere Zahl an. Nehmen wir mal die 52. Was ist, also die Frage hier im Saal ist gerade, was ist mit Zahlen, die theoretisch innerhalb dieser Bit darstellbar sind, aber auf Nullen enden? Du meinst zufälligerweise eine Zahl wie diese hier? Das ist eine gute Frage. Was ist damit? Frage würde ich euch auch gerne stellen. Erstmal, also du hast es ja im Endeffekt gerade schon gesagt, die Zahl der Einsen ist okay. Da haben wir genug. Jetzt ist halt eben die Frage, wir brauchen die, also beziehungsweise ich schreibe es mal auf, den im 4, 1101,
Das wäre ja das, was wir haben können. Das ist darstellbar. Und jetzt kommt das, da eben dazu, dass wir diesen ROT-Wert haben. Wenn wir auf die Hausaufgabe gucken, dann ist die Berechnungsvorschrift ja ein, wir nehmen den Wert, den Immediate-Wert, den wir selber vorgeben, rotieren den nach rechts um eine gewisse Anzahl Felder und zwar ROT mal 2. Erinnern wir uns nochmal an das Rotate-Write. Rotate-Write hieß, dass die Bits nach rechts geschiftet werden und das, was rechts rausfällt, links wieder reinkommt. Und dann ist die Zahl ein 32-Bit-Wert insgesamt. Das heißt, eigentlich müsste ich hier viel mehr Bits davor setzen. So, ja, vielleicht nicht an der Stelle. So, wir machen das mal irgendwie mit einem 8-Bit, sonst muss ich hier zu viel schreiben. Aber das gleiche Prinzip. 8-Bit, Immediate-Wert. So, das heißt, wenn ich jetzt erstmal den M4 habe, dann würde mein Wert ja hier rechts an der Stelle sein. Also das ist mein Immediate-Wert und ich habe aber insgesamt auf der Berechnung mit der Formel eine höhere Bitbreite. Und jetzt ist eben die Frage, wie viele Stellen nach rechts muss ich das Ganze rotieren, bis ich am Ende, und wir erinnern uns, wir können ja hier bei der 52 auch implizite Nullen vor der Zahl haben, die werden uns ja einfach nur nicht gezeigt, die ignorieren wir immer, bis ich am Ende dann quasi meine Zahl dastehen habe, wo ich sie haben will. So, wie macht man das am einfachsten? Am einfachsten ist, ich gucke, was ist denn eigentlich meine vorderste Zahl? Also hier die 1. Und wo soll die hin? Also ich schreibe mal vielleicht doch mal die Nullen davor, dann ist es noch einfacher. Wo soll die hin? Okay, die muss eigentlich an die dritte Stelle insgesamt. So, jetzt kann ich gucken. Also wenn ich die eine Stelle rotiere, oder wäre sie hier 1, zweite Stelle. Die dritte Stelle, dann wäre sie hier die letzte an der letzten Stelle. Vierte wäre sie ganz vorne. Fünf, sechs. So, wenn ich hier an die Stelle kommen will, dann muss meine erste 1 sechs Stellen nach rechts rotiert worden sein. Ja, also die erste 1 von meiner Dualzahl, die muss sechs Stellen nach rechts rotiert worden sein, damit sie da ankommt, wo sie für die 52 Darstellung ankommen muss. Sechs Stellen nach rechts rotiert heißt, meine Variable ROT, welchen Wert muss ich dann dafür nehmen? Drei, genau. Wieso drei? Genau, weil es immer um 2 Bit weitergeht. Merkt euch das, es geht immer um ROT mal 2. Heißt, ich kann, genau, ROT 3 darf ich zum Glück auch gerade, also reicht gerade, ne, wenn ich jetzt eine größere Zahl hätte, also wenn ich jetzt nicht 8-Bit Breite hätte, sondern 16-Bit, dann würde ich mit einem 2-Bit-Wert für ROT gar nicht auskommen. Dann könnte ich gar nicht so weit rotieren. Und heißt aber, wir können es darstellen. Ein Beispiel habe ich noch für euch, und zwar die 30. 30 in Dual ist 1, 1, 1, 1, 0. Was ist mit dem Immediate-Wert? Wären die Einsen als Immediate-Wert darstellbar, also als M4 erstmal? Die erste und die letzte 1 müssen innerhalb von 4 Bit reinpassen. Kann ich meine Zahl mit einem M4-Wert darstellen? Erstmal nur der M4.
Ne? Genau, das würde erstmal gehen. Das wären ja einfach vier Einsen. So weit, so gut. Schauen wir uns die Rotation an. Also, ich habe vier, diese Ausgangszahl. Und wenn ich das hier oben mal erweitere, dann muss ich drei Nullen davor setzen. Ne, wieder die gleiche Frage. Was muss mein Rottwert sein? Beziehungsweise habe ich einen gültigen Rottwert? Die 1 hier, da soll die erste 1 meiner Immediate-Wertzahl oder M4-Zahl hin. Die befindet sich gerade hier. Also sie muss an die vierte Stelle und sie ist im Moment an die fünfte Stelle. Wir rotieren rechts rum. Nicht links rum, links rum wäre einfach. Wir rotieren rechts rum. Was für ein, also gibt es da einen Rottwert für? Wie müsste der lauten? Oder fangt sonst erstmal an, um wie viele Stellen muss ich denn nach rechts rotieren? Ja, genau, richtig. Ich müsste um sieben Stellen rotieren. Jetzt gucken wir uns noch mal wieder auf die, gucken wir uns oben die Berechnungsvorschrift an. Ich habe Rott mal 2. Das würde bedeuten, wenn ich sieben Stellen rotieren will, müsste mein Rott den Wert 3,5 haben. Aber ich kann ja keine Komma-Werte beim Rott eingeben. Ich kann nur Werte von 0 bis 3, also mit 3,5 wäre ich sogar über 3, das ist noch eine andere Begründung an der Stelle. Aber grundsätzlich hätte ich jetzt eben auch vor allem einfach das Problem, ich müsste quasi um halbe Stellen rotieren. Das geht aber nicht. Ich kann immer nur um eine ganze, also ich kann immer nur ganze Stellen eingeben für das Rot, für die Variable, um dann am Ende eine bestimmte Anzahl Stellen zu rotieren. Das heißt, 30 sieht im ersten Moment gut aus, im zweiten Moment leider nicht möglich. Ist also nicht darstellbar, weil eine Reduktion um 7 Stellen sich nicht darstellen lässt. Bräuchte Rott gleich 3,5. Okay. Das sollte euch helfen an der Stelle, auch für die Hausaufgabe, beziehungsweise auch wenn ihr mal solche Aufgaben habt, ohne dass es jetzt direkt eine Hausaufgabe ist. Schaut euch an, was für Werte, was für Grenzen sind überhaupt erlaubt? Also in dem Fall halt, was ist hier für unsere Variable M4 erlaubt, was ist für unsere Variable Rott erlaubt und wie ist dann die Berechnungsvorschrift? Was darf ich hier machen und wie groß ist meine Zahl eigentlich auch, die ich dann habe und wo ich dann anfangen muss zu rotieren? Dann würde ich sagen, schauen wir uns Aufgabe 12 dreimal ein bisschen an. Zumindest falls jetzt da nicht noch irgendwo Fragen sind. Gut. Die 12.3. Wir haben gegeben einige Registerwerte und einige Adressen mit ihren Werten. Und dann gibt es diverse Befehle. Und es sind einige Befehle, die stehen in Klammern oder beziehungsweise da stehen dann die Register in Klammern und bei einigen nicht. Wenn ihr euch den Aufgabentext genau durchlest, dann stehen da ein paar wichtige Hinweise, insbesondere unter der Tabelle. Also erstmal, der Zieloperand steht rechts. Das heißt, wenn wir mehr als einen Operanden haben, zum Beispiel bei einer Addition,
Dann steht das Ziel auf der rechten Seite. Wäre also hier in Klammern Prozent EAX. Wenn wir sowas haben wie nur einen Operanden, wie bei dem ersten Beispiel hier, ja gut, dann ist das halt eben schon direkt der Zieloperand. Also, Zieloperand steht rechts, ist ein bisschen, genau, ist ein bisschen andersrum, als was wir, meine ich, auch bei den 0, 1, 2 und 3 Adressmaschinen hatten. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auch guckt, dass es da drunter steht. Ist halt die klassische x86-Adressierung und Registerzugriffe werden direkt ausgedrückt. Ja, direkt ausgedrückt heißt, dass da eben nicht eine Klammer drumherum steht, sondern sowas wie hier Prozent EDX, dann ist direkt das Register gemeint. Eine runde Klammer um ein Register bedeutet einen Speicherzugriff. Okay, runde Klammer um Register haben wir hier zum Beispiel in Klammern Prozent EAX. Na, wir erinnern uns an das Thema mit direkter und indirekter Adressierung, was wir auch hatten in einem der vorigen Aufgabenblätter. Das heißt, dass wir in unserem Register den Wert finden, wo wir dann die Adresse haben, wo unser eigentlicher Wert ist. Ja, zusätzlich kann es dann noch Offsets und Indexgeschichten geben zur Berechnung. Das ist dann die Formel, die ich hier auch nochmal mit rübergeholt habe. Ich würde sagen, die gucken wir uns an den Stellen ja, bei Aufgabenteil oder bei Beispiel D, weil vorher ist das noch nicht ganz so relevant, oder C vielleicht. Fehlt eine Klammer vor dem letzten Immediate? In. Achso, ja genau, da fehlt eine öffnende, eckige Klammer, spitze Klammer. Danke. Gut, erste Beispiel in Prozent EDX. Eine Ahnung, wofür das Ink steht? Also welcher Befehl, was für ein Befehl dahinter steckt? Nee, nicht include. Immer dran denken, es sind jetzt so eher Sachen, wo man dann doch vielleicht eher Berechnungen in irgendeiner Form durchführen muss. Was könnte es noch sein? Löst euch mal von dem L, nur INC, einmal nur mal Ink. Lasst das L mal weg, das hat nämlich was anderes zu sagen. Der eigentliche Befehl ist Ink, genau, Inkrement. Also inkrementieren, um 1 erhöhen. Das L, was wir auch bei B, C und D sehen, mit Addl, Subbel und Dickel, das ist, das geht um die Größe der Werte. Und zwar, dass das long ist. In der Hausaufgabe habt ihr ähnliche Befehle, nur dahinter steht ein Q. Q steht für Quad. Das heißt, da habt ihr einfach längere, größere Zahlen. In der Regel der Unterschied zwischen 32-Bit und 64-Bit. So. Aber es reicht für uns hier, wenn wir mit 32-Bit arbeiten. Also, wir sollen inkrementieren auf Prozent EDX, ne? Das heißt, keine Klammern drum, direkt das Register. Was ist jetzt das Ziel? Was genau wird überschrieben und welchen Wert bekommt es dann? Also, wo ist mein Ziel und was für einen Wert muss ich da reinschreiben? Ich helfe nochmal. Wir hatten gesagt, ohne Klammer ist es immer ein Register. Und zwar das Register selber, ohne dass ich irgendwo mich um Adressen anderer Art kümmere. Und Inkrement, also plus 1. Das heißt, ich soll was inkrementieren, und zwar einen Wert.
Der Wert ist das Register oder steht im Register. Das ist EDX. Der bisherige Wert ist 0x, naja, diverse Nullen und dann C. C um 1 inkrementiert ergibt, genau richtig, ergibt das D. Und das wird dann einfach in EDX ja wieder dann zurückgeschrieben. Gut, und das ist auch schon alles, was dann da eben hintersteckt. Also Ziel des Ganzen ist das Register EDX und der Wert ist 0x, 7 mal die 0 und ein D. Wir gucken uns jetzt mal etwas komplizierteres an. Also Register hatten wir jetzt einmal. Schauen wir uns mal das zweite an. Addl und dann haben wir einmal Prozent ECX und in Klammern Prozent EAX. Fangen wir erstmal an, wo ist denn mein Ziel? Wo schreibe ich gleich rein? Schreibe ich in ein Register oder schreibe ich in eine Speicheradresse rein? Das muss ich mir überlegen. Mein Ziel steht auf der rechten Seite, das weiß ich. Also schreibe ich in ein Register oder schreibe ich in eine Speicheradresse und dann den Wert dazu finden. Nämlich dann, welches Register oder welche Speicheradresse ist es? Denkt auch an das, was wir hatten mit der indirekten Adressierung. Ne? Wenn es in Klammern ist, dann finden wir den Wert als erstes, wo wir die Adresse haben, die wir nachgucken wollen. Also, wo genau schreibe ich das Ergebnis rein? Genau, ich gucke in EAX nach. Was da für ein Wert steht, das ist 0x und noch was und dann 100. Und dort an diese Speicheradresse, da will ich mein Ergebnis reinschreiben, weil das der rechte Zieloperand ist. Oder der rechte Operand ist der Zieloperand. Das heißt, mein Ergebnis wird am Ende landen in mem 0x100. Und aufgrund dessen, wie die Befehle aufgebaut sind, ist das dann auch Teil der Addition. Das heißt, ich muss auf jeden Fall wissen, was steht in Adresse in 100 für einen Wert. Da steht A, B, B, A. Und ich addiere dazu dann eben den direkten Wert aus dem Register, weil, ne, weil hier vorne habe ich ja keine Klammern stehen. Das ist einfach dann um 2. Und mein neuer Wert ist A, B, B, C. Genau, sicherheitshalber an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Hausaufgabe berücksichtigen müsst, aber denkt auf jeden Fall daran, dass wir hier mit Hexadezimalwerten arbeiten. Das heißt, wenn ihr irgendwo über 9 rübergeht, also vielleicht irgendwie 7, 8, 9, ne, anfangen durchzuzählen, dann bitte nicht auf 0 als nächstes, ne, sondern 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, dann erst auf 0. Nur, dass ihr das nicht vergesst. Ich glaube, das war irgendwo bei euch wichtig, aber ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich ja jetzt hier meine eigenen Zahlen vor mir habe. Okay. So, das also eine Addition. Wir haben jetzt in dem Fall bei der Addition gerade Register und Speicheradresse gemischt, aber das ist ja egal. Genauso könnte man auch nur zwei Speicheradressen addieren oder nur zwei Register addieren. Hängt halt eben davon ab, wie man das beschreibt. Gucken wir uns mal C an. C ist
der Befehl deg. So, und wenn wir vorhin inkrementieren hatten, dann haben wir jetzt dekrementieren. Was wir noch nicht kennen, also hier das Prozent eher x in Klammern, das kennen wir irgendwie, aber was wir noch nicht kennen, ist das hier, dass wir eine 8 davor haben oder überhaupt einen Wert davor haben. Hier geht es jetzt darum, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir uns mal anschauen, was wir für diese etwas komplexere Berechnungsvorschrift haben. Und zwar sehen wir, wir können es haben, dass wir irgendwie was in Klammern stehen haben und ein im davor, also ein Immediate-Wert. Erinnern uns wieder, Immediate-Wert ist eigentlich eine Konstante, die direkt angegeben wird, ohne dass sie jetzt irgendwo, dass wir sie uns irgendwo herholen müssen, sondern es ist einfach ein direkter konstanter Wert. Und theoretisch könnte ich hier in den Klammern das relativ komplex haben, mit RB, RI und S. Habe ich jetzt nicht. Habe ich Glück gehabt. Ich habe nur ein Prozent eher x. Dann ist es nämlich sogar relativ einfach. Dann ist es nämlich, dass wir wissen, dass wir erstmal eine Speicheradresse haben. Na, weil ich hier das Ganze in Klammern habe. Und die 8 ist dann ein Offset. Das heißt, ich muss erstmal, um zu wissen, wo ich eigentlich dieses Dekrementieren mache, gucke ich mir erstmal wieder, suche ich mir meine Speicheradresse raus, nehme aber nicht den ersten Wert, den ich da aus dem Register rauslese, sondern addiere erstmal 8 dazu, damit ich zu der richtigen Speicheradresse komme und diese inkrementiere ich. So, wer kann mir jetzt sagen, welche Speicheradresse ich inkrementieren muss? Welches ist die Speicheradresse, die inkrementiert werden muss? Den Teil in Klammern hatten wir eben schon fast so ähnlich. Ne? Das war ja auch unser Zieloperant. Und jetzt nochmal die Speicheradresse um 8 erhöhen, wo wir gucken wollen. Also, welche Speicheradresse brauchen wir? Schaut, welche Speicheradresse steht in ERX. Und dann der Offset 8. Ja, 0x100 war das eben, genau. Und jetzt das Ganze um 8 erhöht, ist dann 108. Das heißt, wir haben einen neuen Wert, den wir gleich in die Speicheradresse 108 schreiben werden. 0x108. Im Moment steht da ganz viele Nullen und dann EF. Das muss ich um einen inkrementieren. Jetzt aufpassen, dass ich bei F bin. Das heißt, ich komme von F nach 0. Ich habe einen Übertrag. Das heißt, ich komme auf F0 am Ende. Ach Quatsch. Jetzt habe ich inkrementiert. Dekrementieren. Einen abziehen. EF minus 1 ist natürlich EE. Okay. Gut, aber für den Fall, wenn ich jetzt das hätte inkrementieren sollen, wäre es dann eben, dann hätte ich den Übertrag noch gehabt. Okay, das also ein Offset vor einer Speicheradresse. Wie ihr seht, auch einfach zu berechnen oder rauszufinden. Einfach gucken, was ist die Speicheradresse? Das war 100. So, ich schreibe das vielleicht einmal davor. M100 plus Offset 8. Ist dann die Speicheradresse 108. Und das dann und darauf dann den Befehl anwenden. So, jetzt haben wir noch eine Subtraktion. Die ist ein bisschen komplexer. Dachte, wir brauchen mal ein bisschen was anderes, dass es nicht so ganz langweilig ist. Ist nicht ganz was, was ihr jetzt in der Hausaufgabe habt, aber etwas, was uns einmal zeigt, wie denn hier die Formel im Kompletten aufgebaut ist.
Also es kann sein, dass bestimmte Sachen da ja mal weggelassen werden, weil wir sagen, wir brauchen nur ein Offset. Hier sieht es ja ein bisschen anders aus. Also wir haben eine Subtraktion, unser Zieloperand steht rechts. Das heißt, wir beschäftigen uns auch erstmal nur mit dem rechten Teil, mit der Klammer hier. Und können das ja mal ganz einfach machen. Wir nehmen unsere Formel, schieben die ein bisschen darunter. Dann sehen wir ungefähr, wo was steht. Und sehen, aha, wir haben RB, das wäre jetzt Prozent RX. Steht übrigens für Basisregister. Dann haben wir Prozent ECX. Das wäre RI. Steht übrigens für Indexregister. Und dann haben wir noch 2 für das S. Na gut, das wäre das Scale, also Skalierung. Theoretisch kann vor der Klammer noch ein Immediate-Wert stehen. Also quasi hier, wo ich jetzt quasi die Raute mal kurz reingesetzt habe, da haben wir keinen. Also können wir den gleich ignorieren, brauchen den nicht am Ende ergänzen. Hätten wir noch eine Zahl davor, dann würden wir da wieder einen Offset reinsetzen. Und dann könnt ihr daraus die Berechnung der Speicheradresse machen. So, das mache ich jetzt mal nicht vor, sondern da guckt ihr bitte nochmal wieder selber. Wir haben das Basisregister ERX, ne, direkte Registerzugriffe, nichts in Klammern in dem Fall, also sehr einfach. Basisregister ERX, Indexregister ECX, Skalierungsfaktor 2. Und daraus soll die Speicheradresse berechnet werden aus RB plus S mal RI plus IM. IM haben wir nicht, also insofern RB plus S mal RI. So, und jetzt sagt mir doch gerne mal bitte, welche Speicheradresse ist denn jetzt hier unser Ziel? Na, wer jetzt noch nicht so mitkommt, geht einfach hier die Formel durch, guckt an RB, welches ist das Register, nehmt den Wert da draus, plus S mal, na, da haben wir hier die Konstante, S mal das Indexregister, schaut euch an, welcher Wert ist in dem Register. Und dann das entsprechend ausrechnen, RB plus S mal RI. Welcher Wert kommt dabei raus? Oder wenn ihr irgendwo, also wenn für euch was offen ist, dann sonst auch gerne eine Nachfrage. Ich erkläre ja immer gerne, das ist ja kein Problem. Ich muss nur wissen, wo ihr gerade hängt. Okay, so, ich sehe hier schon Vorschläge. Genau, EAX hat den Wert 100. 100 ist das Basisregister. Das kriegt darauf addiert S. S, die Skalierung ist 2 mal RI. RI ist ECX. Das ist 2. Und damit kommen wir auf einen Wert von 100 plus 2 mal 2 ist 104. Das heißt, unsere Speicheradresse ist 104. Das heißt, wir werden diese Speicheradresse überschreiben. Und gleichzeitig wieder zur Erinnerung, das ist auch einer unserer beiden Operanden, die wir haben. Und zwar aufgrund der Reihenfolgen, die es sind, ist das dann der Operand, von dem wir abziehen, also von dem wir subtrahieren. Der Wert, den wir drin stehen haben, ist 0x dc. Wir ziehen 1 ab.
Ihr erinnert euch vielleicht, Dollar vor einer Zahl, Dollar 1, das hatten wir, weil ich gerade hatten wir das bei den Immediate-Werten irgendwann mal. Ich meine, wir hatten das auf irgendeinem Aufgabenblatt mal zwischendurch. Also jedenfalls ist das eine direkte Angabe von einer Konstanten. Also Dollar und eine Zahl direkt hier hinter mit in unserer Adressierung bedeutet, dass wir direkt den Wert 1 haben. Es geht hier nicht um ein Register, es geht ja nicht um den Offset oder ähnliches, sondern das heißt, einer unserer beiden Operanden ist der konstante Wert 1. Und damit eben klar ist, dass das eine Konstante ist und muss das an der Stelle, weil ja hier meine Operanden erwartet werden, muss hier ein Dollar vorgesetzt werden. Aufgrund der Berechnungsvorschrift für den komplexen Operanden auf der rechten Seite haben wir hier vor der 2 kein Dollar stehen. Genauso auch die Vorschrift, wie das dann aufgrund der Vorschrift deswegen, da das hier ein Immediate-Wert in der komplexen Variante ist für den Offset, da ist dann auch kein Dollar vor. Aber wenn das halt ein Wert ist, der direkt gemeint ist, dann haben wir dann hier Dollar 1 dann stehen. Bedeutet, wir haben das ganze DC minus 1 im Endeffekt. Beziehungsweise ist ja ein längerer Wert. Und kommen dann auf 0x. DC ist wieder hexadezimal, minus 1 ist DB. So, damit haben wir verschiedene Typen. Gucken wir kurz nochmal die Hausaufgabe, nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Also, in der Hausaufgabe, der Unterschied ist, ihr habt Quad statt Long, macht aber jetzt hier keinen wirklichen Unterschied. Ihr habt genauso in Hausaufgabe Registerzugriffe. Registerzugriff ist es, wenn keine Klammer drum steht. Ihr habt dann einfach den Wert, der im Register ist. Teilweise haben wir aber auch in Klammern Register stehen. Das bedeutet, dass wir dann einen Wert auf einer Speicheradresse daher, Entschuldigung, dass wir dann auf eine Speicheradresse zugreifen. Das heißt, wir würden quasi gucken, was steht im Register und das ist dann der Hinweis auf die Speicheradresse. Zum Beispiel bei 100 würden wir auf die Speicheradresse 100 gehen. Wir können eventuell ein Offset haben. Wenn wir ein Offset vor einer Speicheradresse haben, dann haben wir plötzlich nicht die Speicheradresse 100, sondern 100 plus Offset 8 wäre dann halt eben 108, die Speicheradresse. Es kann sein, dass wir einen Immediate-Wert haben, Dollar 1. Und eine Sache habt ihr in der Hausaufgabe noch, die haben wir hier jetzt nicht angesprochen, nämlich IMUL. Eine Idee, was da für eine Berechnung hintersteckt, also für eine Operation, was das ist. Was ist IMUL? Also ziemlich sicher keine Addition oder Subtraktion, dann wäre das ziemlich komisch benannt. Was könnte IMUL sein? Was gibt es denn noch außer Addition und Subtraktion? Ja, multiplizieren, genau. Also multiplizieren, genau. Und zwar in dem Fall, auch das schon so richtig erkannt, in dem Fall haben wir da auch noch einen Immediate-Wert dazu, nämlich Dollar 16. So, ihr könnt entweder, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich schriftlich einmal ausrechnen. Die Multiplikation von 16 mit dem Wert in dem Register in der Hausaufgabe. Oder ihr erinnert euch daran, dass wir auf Aufgabenblatt 5, 6 irgendwo, müsste ich nachgucken, mal geguckt haben, wie wir statt Multiplikation auch Dinge anders darstellen können. Nämlich, dass wir auch statt einer Multiplikation das Shiften um Zweierpotenzen machen können. Also statt Multiplikation mit einer Zweierpotenz das Shiften um eine entsprechende Anzahl stellen. Macht es vielleicht etwas einfacher. Erinnern uns noch, also statt irgendwie
mit 2 hoch irgendwas zu multiplizieren, haben wir einfach um irgendwas geschiftet. Das war es einfach. Macht es etwas einfacher. Das sollte eigentlich alles sein, was ihr für 12.3 braucht. Oder gibt es jetzt noch Fragen? Wie gesagt, jetzt habt ihr noch die Chance, zumindest die, die jetzt heute dabei sind und nicht nur die Aufzeichnung sich angucken, irgendwie Fragen darauf zu stellen. Wenn es irgendwas doch nicht klar geworden ist. Gut, dann würde ich weitermachen. Wir gucken mal Richtung 12.4. 12.4 geht es um Flex, wie es so schön heißt. Also es geht einfach darum, dass bestimmte Bits gesetzt werden bei Rechenoperationen, abhängig davon, was mit dem Ergebnis passiert. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Die Rechenoperation ist relativ einfach. Die nennt sich immer jeweils Addl, RX, EBX, also es werden einfach 2 Register addiert. Gut, damit brauchen wir die erste Spalte uns gar nicht mehr angucken. Es sind immer die gleichen Additionen, nämlich die Inhalte und die Inhalte sind unterschiedlich. Wir haben in der ersten Spalte, nein, in der zweiten Spalte haben wir RX und in der zweiten, dritten, Entschuldigung, in der dritten haben wir EBX. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen einmal natürlich erstmal die ganz normale Berechnung durchführen und dann geht es darum zu gucken, ob das Carry Flag bzw. das Overflow Flag gesetzt wird. Das Carry Flag. Das Carry Flag wird gesetzt, wenn das Ergebnis in der höchstwertigsten Stelle einen Übertrag ergibt. Ist eigentlich gut, relativ einfach. Das heißt, wenn wir einen Übertrag haben, dann wird das Carry Flag gesetzt, ist auf 1. Haben wir keinen Übertrag, wird es nicht gesetzt. Beziehungsweise, oder wir können das auch mit X markieren, wenn wir was setzen. Also, Übertrag, ne? Übertrag kennt ihr ganz normal aus den Berechnungen. Interessanter vielleicht das Overflow-Flag. Das Overflow-Flag wird gesetzt, wenn das Ergebnis der Operation das falsche Vorzeichen hat. Beispiel wäre, wenn wir 2 positive Zahlen addieren und plötzlich eine negative Zahl bei rauskommt. Dann muss nämlich nicht zwangsläufig, dann kann eventuell auch ein Carry Flag erzeugt werden, aber es wird auf jeden Fall dann ein Overflow Flag erzeugt. Das prüft quasi, passen denn eigentlich die Vorzeichen von den Operanden zu meinem Ergebnis. Ich würde deswegen euch empfehlen, dass ihr bei jeder Zahl einmal für euch guckt, was ist das eine positive oder negative Zahl? Und dann eben mit dem Ergebnis vergleicht, ist das Ergebnis positiv oder negativ? Und am Ende ist das jetzt eigentlich eine gültige Sache. Also, wenn ich 2 positive Zahlen addiere, dann darf keine negative rauskommen. Wenn ich eine positive und eine negative addiere, na gut, dann kann alles Mögliche rauskommen. Da kann positiv oder negatives rauskommen. Da müsste ich dann schon sehr genau nachprüfen. Das tut der Computer in dem Fall nicht, sondern dann würde er erstmal sagen, ja gut, akzeptiere ich, kann ja alles sein. Und wenn ich 2 negative addiere, ne, minus plus minus, heißt ja im Endeffekt eigentlich subtrahiere ich noch mehr. Das heißt, ich komme noch weiter ins Minus. Wenn ich 2 negative addiere, muss also das Ergebnis negativ sein. Bekomme ich bei der Addition 2 negativer Zahlen was Positives, würde ich wieder das Overflow-Flag erzeugen, weil das hier nicht gültig ist. Gehen wir mal die Beispiele durch. Das erste 40,30 plus 45,67. Das Ergebnis nehme ich jetzt mal vorweg. Weil ich glaube, addieren üben brauchen wir heute nicht. Ergebnis wäre 85,97. Carry Flag. Übertrag.
Habe ich einen Übertrag bei der Berechnung? Ja oder nein? Was sagt ihr? Habe ich bei der Addition hier jetzt in der ersten Zeile einen Übertrag erzeugt? Nein, habe ich nicht. Genau. Bin ganz normal in meinem Zahlenbereich geblieben. Also, kein Carry Flag. Lassen wir leer. Overflow. Wie sieht das mit den Vorzeichen aus? Habe ich irgendwie durch meine Berechnung jetzt ein Vorzeichen bekommen, was ich gar nicht kriegen dürfte? Oder ist das vollkommen in Ordnung, weil die richtigen Vorzeichen vorhanden sind im Ergebnis? Also, dass das zu meinen Operanden passt. Wieder die Frage an euch. Also guckt euch einmal an, Vorzeichen von EAX, Vorzeichen von EBX, Vorzeichen vom Ergebnis. Ist das korrekt oder muss ich einen Overflow setzen? Genau, ist in Ordnung, ist alles positiv. Ich schreibe das mal hier hinter. Das ist positiv, das ist positiv, das ist positiv. Das heißt, es gibt auch keinen Overflow. Gut. Nächste Zahl. Wir addieren 0x 7 mal f2 und dann addieren wir darauf einmal f. Ich tausche gedanklich einmal 2 und f, dann habe ich nämlich ganz alles voller s und brauche nur noch 2 drauf addieren. Alles f plus 1 drauf wäre ich bei 0, 0, also alles die 0. Und nochmal 1 drauf bin ich bei 0, 1. Außerdem habe ich eigentlich hier links davon noch so eine 1 stehen, die ich natürlich nicht habe. Also nicht eintragen kann, weil mein Ergebnis muss achtstellig bleiben. Habe ich ein Carry Flag? Ja oder nein? Genau. Ja, ich habe es im Endeffekt ja schon vorweggenommen. Diese 1 hier in Klammern, die dann auch wegfällt, nicht weiter angezeigt wird, das ist ja der Übertrag. Das heißt, mein Carry Flag muss in dem Fall auch gesetzt werden. Na, also ist relativ einfach, wenn ich hier einmal alles voll habe und eigentlich eine Stelle, eine neunte Stelle in dem Fall hier vor meine 8 Stellen einfügen müsste, dann wird das Carry Flag gesetzt. Gut, wie sieht es mit dem Overflow Flag aus an der Stelle? Ich habe verschiedene Zahlen. So, ach so, kleiner Exkurs, bevor ihr da reinlauft. Wir haben hier stehen, dass die Zahlenwerte auch ja, Angabe 32-Bit-Zahlen, Zweierkomplement etc. etc. Ihr erinnert euch ja vielleicht, dass so ein F häufiger auch mal auf vielleicht auch negative Zahlen hindeuten könnte. Da wir hier mit Komplementzahlen auch rechnen, sind wir hier mit unseren F und so weiter bei einer negativen Zahl. Wie sind nochmal die Zahlenbereiche? Wir haben Zahlen von alles 0 bis 0x 7 und 7 mal F. Das sind die positive Zahlen. Oh, da fehlt noch ein F. Danke fürs Aufpassen. Und alles, was dann ab 0x8 weitergeht bis 0x alles F, wären negative Zahlen. Ja, das heißt, ich muss aufpassen, alles, was über 0x8 und 7 Nullen ist, dass ich da negative Zahlen vorliegen habe, aufgrund der Komplementdarstellung. Sonst wäre das ja auch relativ langweilig, wenn wir jetzt hier nur positive Zahlen addieren würden.
Heißt also für mich, dass in dem Fall hier der Wert in ERX eine negative Zahl ist. Und der Wert hier rechts eine positive Zahl. Gut, da rechts hättet ihr wahrscheinlich sowieso gesagt positiv, links weiß nicht, wäre vielleicht dann doch wer reingefallen, deswegen da nochmal die Erinnerung, dass das eine negative Zahl ist. Und ich habe am Ende eine positive Zahl rausbekommen. Übertrag ist dann erstmal egal, aber sie ist ja auf jeden Fall, ne, im Endeffekt 7 mal die Nullen und 1 ist positiv. Was mache ich jetzt mit dem Overflow Flag? Wird hier ein Overflow Flag gesetzt oder nicht? Ich habe zu der Situation vorhin was gesagt. Wer erinnert sich? Wird das Overflow Flag gesetzt oder nicht? Was sagt ihr? Entschuldigung, die Frage habe ich jetzt gerade nicht. Also im Endeffekt, ich addiere ja direkt untereinander, ne? Wenn ich die schriftliche Addition mache, dann habe ich meinen ersten Operanden plus meinen zweiten Operanden und dann rechne ich das Ganze einmal zusammen. Erklärt das deine Frage? Genau, die erste ist negativ, aber ich addiere ja erstmal nur. Das ist ja der Witz an der Zweierkomplementdarstellung. Ich mache ja erstmal einfach nur meine Berechnung darauf. Dass die Zahl dann eventuell vielleicht nicht mehr so ist, wie ich sie erwarten würde. Also das soll dann halt, das wird unter anderem dann mit diversen Flags dann ja genau dann ausgedrückt. So, ich habe eine negative Zahl mit einer positiven addiert und ich habe ein positives Ergebnis bekommen. Wird jetzt das Overflow Flag gesetzt oder nicht? Genau. Wie hier im Chat auch steht, negative Zahl plus positive Zahl gleich sowohl negativ als auch positiv möglich. Das heißt, der Computer kann erstmal da an der Stelle fürs Overflow Flag nicht unterscheiden, ob das jetzt nun korrekt oder nicht korrekt ist. Das ist halt Overflow Flag ist eine relativ einfache Prüfung. Es prüft halt tatsächlich einfach nur auf den Vorzeichen, auf den Vorzeichen-Bits, die da eben genutzt werden. Also wenn wir das jetzt nicht hexadezimal uns angucken, die Zahlen, sondern wenn wir die Zahlen uns, wenn wir uns das Ganze dann eben auch mit binär angucken, dann würde er da entsprechend auch dann Vorzeichen-Bit dann damit berücksichtigen. Und er guckt sich die Vorzeichen-Bits an. Wir haben eine 1, wir haben eine 0. Und da darf dann halt 0 oder 1 rauskommen. Und in dem Fall wird hier in diesem Fall auf gar keinen Fall, also bei positiver und negativer Zahl wird halt niemals das Overflow-Flag gesetzt, weil das Ergebnis plus oder minus kann in jedem Fall richtig sein. Schauen wir uns mal das nächste Beispiel an. Wir addieren wieder ERX und EBX. So, jetzt dürft ihr mal addieren. Was kommt da raus als Ergebnis? Denkt an den Tipp, den ich euch meistens gegeben habe. Versucht irgendwie möglichst dicht immer an irgendwie volle Zahlen oder ähnliches zu kommen. Tauscht eventuell irgendwie F mit irgendwas anderem oder ein Nicht-F mit irgendwas, was ein F ist. Und versucht euch die Berechnung möglichst einfach zu machen, sodass ihr sie eventuell sogar im Kopf schnell machen könnt. Was ist das Ergebnis meiner Addition?
Ja. Okay, genau. Also wir haben quasi eine neunte Stelle erzeugt. Wir haben dann eine sieben und dann haben wir alles Fs. Warum haben wir das? Naja, wenn ich jetzt einmal gucke, die erste Stelle hier, also es ist F und dann alles Nullen und dann ist es 8 und dann alles F, kann ich gedanklich einmal tauschen, dann habe ich alles F plus 8 und die ganzen Stellen. Das heißt eigentlich, mir fehlt einer, um auf 0 zu kommen. Den ziehe ich von der 8 und 7 Nullen einmal ab. Dann komme ich auf 7 und alles Fs und ich habe einen Übertrag dazu und habe mein Ergebnis. Das war der erste Teil. Der zweite Teil. Genau, also gut, gute Frage. Genau, eine gute Frage. Das mit der 1 in Klammern, das lasst ihr da natürlich bitte weg, weil das wird natürlich dann nicht als Ergebnis geschrieben, sondern das ist, da hast du recht, das ist genau das, was durch das Carry-Flag ausgedrückt wird. Nur damit wir jetzt das einmal ein bisschen bewusster uns angucken können, habe ich das da einmal mit reingeschrieben. Deswegen auch nur hier in Klammern. Also eigentlich bitte an der Stelle rauslassen. Ich streiche das einfach mal durch. So, wir wissen es, wir haben es, aber bitte nehmt es raus, weil genau dafür ist das Carry Flag da. Und damit hast du meine erste Frage ja auch vorweggenommen. Das Carry Flag wird natürlich gesetzt. Alles gut. Was ist denn mit dem Overflow Flag hier? Sind. Ja, sind beides negative Zahlen, da kann nichts Positives bei rauskommen. Also wir haben eine negative Zahl plus eine negative Zahl. Wir erwarten eine absolut negative Zahl. Wir kriegen raus eine, ja, ganz knapp, aber wir kriegen ganz knapp eine positive Zahl raus. Ja, ist ja quasi hier die letzte, die wir haben. Das heißt, nicht das, was wir erwartet haben oder was wir als gültiges Vorzeichen kennen. Das heißt, das Overflow Flag wird gesetzt. Gut. Und dann noch einmal die letzte Berechnung. Wir haben nochmal zwei Registerwerte. In dem Fall ist es etwas einfacher zu rechnen. Wir kommen auf 9, 7 und dann entsprechend 6 Nullen dahinter. Wir haben keine 1 in irgendeiner Form uns setzen müssen. Das heißt, wir haben natürlich kein Carry Flag. Aber was ist mit dem Overflow? Haben wir einen Overflow oder haben wir keinen Overflow? Schaut euch wieder an, was sind die Zahlen, was sind unsere Operanden, welches Vorzeichen haben die, was hat unser Ergebnis für ein Vorzeichen? Und passt das zu dem, was man erstmal akzeptieren kann oder nicht akzeptieren kann? Ja, positive Zahl plus positive Zahl und wir kriegen raus eine negative Zahl. Ne, wir sind hier in dem zweiten Zahlenbereich von 0x8 und 7 Nullen bis 0x alles F. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Dementsprechend haben wir hier das Overflow Flag gesetzt. Gut, das sollte euch für die Hausaufgabe helfen. An sich vielleicht nochmal von der Grundidee. Also die Idee mit den Flags ist natürlich, dass man die nicht einfach nur so zum Spaß setzt, sondern sowas wie ein Carry Flag kann ja in der Weiterverarbeitung an anderen Stellen genutzt werden. Gerade wenn man vielleicht auch mehrere Berechnungen hintereinander schaltet oder mehrere Hardware-Bereiche dafür. Und das Overflow-Flag, um zu prüfen, ob das jetzt ein Ergebnis ist, was man so direkt übernehmen kann oder ob man vielleicht, ja, ob da schon irgendwelche Auffälligkeiten sind. Das sind nur zwei Flags, die gesetzt werden können bei Operationen oder überhaupt auch in Assembler an vielen Stellen. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Aber hier eben etwas mal runtergebrochen, damit ihr auch mal kennengelernt habt, dass es sein kann, dass bei Rechenoperationen Flags gesetzt werden. Dann.
Brauchst du noch kurz zum Schreiben? Nein. Okay. Dann nähern wir uns schon 12,5. So, etwas, da gehen wir mal ein bisschen anders vor. Also, ich gucke mit euch erstmal auf die Aufgabenstellung. Die Aufgabenstellung in 12,5 ist in A. Es gibt Befehle, die den Stackpointer RSP, also es ist ein Register, ne, ohne Klammern, einfach nur Prozent RSP, die den Stackpointer Prozent RSP indirekt verändern, das heißt, ohne dass RSP als Argument in dem Befehl vorkommt. Gut, heißt für uns schon alles, wo in einem Befehl RSP direkt drin steht, diese Befehle werden gar nicht gesucht, weil es geht darum, wo sie nicht vorkommen und trotzdem der Stackpointer indirekt verändert wird. Diese Assembler-Befehle sollt ihr aufschreiben und jeweils eine kurze Beschreibung geben, was sie bewirken. Der zweite Teil, der so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, bei Unterprogrammaufrufen werden auf dem Stack verschiedene Daten gespeichert, sowohl zur Vorbereitung des Aufrufs als auch während dessen Abarbeitung. Okay, Unterprogrammaufruf, ne? Wir haben ein laufendes Programm, wir rufen ein Unterprogramm auf. Das heißt, vor dem Unterprogrammaufruf werden irgendwelche Sachen gemacht, die brauche ich für das Unterprogramm. Das ist die Vorbereitung. Und das, was ich im Unterprogramm mache, das ist die Abarbeitung. Dabei kann es Sachen geben, die auf den Stack gespeichert werden. Anscheinend bis zu 5 verschiedene Arten. Diese sollen auch wieder aufgezählt werden und mit einer kurzen Beschreibung. So, kleiner Tipp für den ersten Teil, also die Befehle, die den Stackpointer indirekt verändern, das sind, wird auch nicht gesagt, aber das gebe ich euch einfach mal mit, das sind 4 verschiedene Befehle, die da gesucht werden. Also ihr sucht 4 verschiedene Befehle, die den Stackpointer indirekt verändern, 5 verschiedene, die und 5 verschiedene Arten von Daten, die bei einem Unterprogrammaufruf auf dem Stack abgelegt werden können. So, und jetzt fragen wir uns die Stelle, an der Stelle vielleicht, okay, wie sieht denn überhaupt so ein Programm aus? Wie funktioniert das Ganze? Wir haben irgendwann vor Weihnachten war das. Da haben wir ja mal einen C-Programm genommen und haben das Ganze kompiliert und haben uns dann auch mal den Assembler daraus angeguckt und so weiter und so weiter. Ne, da haben wir uns mal Assembler so richtig angeschaut. Ich würde sagen, damit ihr ein bisschen besser was anfangen könnt im Ganzen, habe ich ein kleines Programm mitgebracht. Und wir gucken uns mal an, was das eigentlich für unseren Stack bedeutet in der Berechnung. Und vielleicht könnt ihr danach ein paar Sachen beantworten. Also, ich habe ein Programm. Das hat erstmal eine Main-Funktion. Damit starte ich. Und der macht Push Prozent RBP. RBP steht für den Base Pointer. Und Push heißt, er packt was auf den Stack. Wir erinnern uns an die Null-Adressmaschine. Ne? Null-Adressmaschine hat auch Push und Pop gemacht, um Dinge auf den Stack zu tun und Dinge vom Stack runterzunehmen. Wie sieht jetzt unser Stack aus? Stellen wir ihn uns mal als irgendwie, na gut, ist jetzt nicht ganz gerade, aber ist egal. Genau, Stack. Vom Grundsatz her erstmal die Idee Last in, First out. Oder wenn wir uns an die rote Pizzatonne im CT erinnern, ne, der letzte Pizzakarton, den man oben raufschmeißt, ist der erste, den man wieder rausnimmt. So, wir haben normalerweise das, wie es so schön heißt, der Stack, der wächst nach unten. Zumindest für Assembler-Stacks. Das ist jetzt ein bisschen unintuitiv, ich weiß, aber akzeptiert es einfach. Man kann das Ganze auch umdrehen, aber vom Grundsatz her, er wächst nach unten. Und das heißt, nach unten sind dementsprechend auch die kleineren Adressen. Wenn ich das umdrehen würde, dass ich nach oben wachse, dann würde ich quasi in Richtung der kleineren Adressen wachsen. Fragt mich bitte nicht, warum. Ist mal so entschieden worden. Gibt es bestimmt gute Begründung für. So, das heißt, nach oben gibt es die höheren Adressen.
So, wir befinden uns an einer Stelle im Stack, zum Beispiel hier. Und es gibt verschiedene Bereiche. Wie groß der Abstand von hier einem zum nächsten ist, das hängt jetzt davon ab, ob wir mit 32-Bit oder mit 64-Bit-Systemen arbeiten. Und wir haben zum einen den Stack Pointer RSP, den werde ich gleich immer auf der linken Seite malen, und wir haben den Base Pointer RBP auf der rechten Seite. Beide helfen so ein bisschen, dem Computer zu sagen, wo befinde ich mich mit meinem Programm und wo arbeite ich gerade mit irgendwelchen Daten. Der Base Pointer ist am Anfang meiner Programmausführung irgendwo im Stack, wo ich hier gerade mal war. Ich habe jetzt gerade die Main-Funktion gemacht und hier wird erstmal Push RBP gemacht. Das ist noch keine Unterfunktion, die Main, ne? Ich habe jetzt gerade nur mein Programm gestartet. Das heißt, ich wachse nach unten, ich packe meinen Base-Pointer hier drauf. Ich lasse jetzt mal die Prozent weg, damit ihr das besser lesen könnt. Und das war das hier. Dann mache ich MOV RSP RBP. Also, was ist passiert beim Push? Der Stack-Pointer, der auch hier irgendwo an der Stelle war, wo ich gerade eben vorher war, der wird, wenn ich was draufpacke auf den Stack, wird der inkrementiert. Ja, das heißt, mein Stack-Pointer hat sich jetzt hier gerade beim Push-Befehl auch ein Feld weiter bewegt. Und ich sage als nächstes MOV RSP RBP. Das heißt, wir erinnern uns an eben, wo wir Assembler-Befehle hatten. Der Zieloperand steht rechts. Das heißt, RBP kriegt einen neuen Wert zugewiesen, und zwar den Wert von RSP. Das heißt hier das RBP weg und mein RSP zeigt jetzt auch hierhin. Zweite Zeile. Dritte Zeile. Klein wenig Tricksereien. Sub, $16 ESP. Ich gebe meinem ESP einen neuen Wert. Und zwar um 16 subtrahiert von dem, wo ich jetzt bin. So, kleinere Adressen sind weiter unten. Die 16 kleinere Adresse wäre diese hier. Mein Stackpointer ist jetzt dahin gewandert. Erstmal alles, was passiert ist. Mein Basepointer bleibt die ganze Zeit. Den ändere ich jetzt da nicht. Noch nicht, vielleicht. Jetzt mache ich ein MOV $3064. $3064, wir erinnern uns, das ist eine Intermediate-Zahl, also ein konstanter Wert. Direkt die Zahl 3064 an die Stelle 0 in Klammern Prozent ESP. Das heißt, da wo der Stackpointer ist, mit Offset 0. Gut, ich hätte es auch ohne Offset schreiben können, wäre das gleiche Ergebnis, aber in dem Fall hier 3064 wird an diese Stelle auf den Stack geschrieben. Und jetzt fragt ihr euch, aber jetzt ist ja hier in dazwischen die Stelle leer geblieben. Da sind wir jetzt nicht mehr bei dem komplett klassischen Stack. Also das passt jetzt nicht mehr ganz mit den Pizzakartons. Ich stapel immer weiter drauf oder so. Jetzt fange ich nämlich einfach an zu manipulieren. Jetzt nutze ich aus, dass ich so ein bisschen im virtuellen Raum bin. Nee, das ist schon richtig, dass ich als erstes RBP da pushe. Den Pfeil da, ja, okay. Ich habe, warte, für den Schritt Push RBP. In dem Moment, wenn ich einen Push-Befehl mache, dann packe ich an die Stelle des Stack-Pointers. Also Stack-Pointer sagt mir quasi so ein bisschen, wo ist eigentlich mein Top of Stack? Das, wie gesagt, Top of Stack ist ein bisschen unter Vorsicht zu behandeln, weil wir haben nicht so ganz den Top of Stack. Eigentlich haben wir verschiedene Bereiche, die wir, also ganz, ganz viele Felder untereinander, die wir ähnlich wie ein Stack behandeln, nur manchmal so ein bisschen cheaten.
Der Stackpointer zeigt mir, wo kann ich gerade meinen Stack manipulieren. Oder ich mache halt Dinge, die ich mit einem Offset vom Stackpointer ausmache. Das wird meistens einfach darüber genutzt. Und deswegen ist es halt wichtig, wo ich den Stackpointer halt auch ändere. Und in dem Moment, aufgrund des Push-Befehls, wird mein Stackpointer inkrementiert, weil ich ein Ding mehr auf den Stack gepackt habe. Das ist Teil des Push-Befehls. Ja. Und deswegen habe ich dann an der Stelle, wo ich Push RBP gemacht habe, da war ich ja quasi noch war ich ja hier noch, noch an meinem Anfang, bin ich dann eben weiter runtergegangen. So. Uff. Genau, das, was ich auf der RBP-Seite gemacht habe, ist nur, ich habe den Wert, hier oben war ja mein, ne, hier oben drin hat ja mein RBP hingezeigt. Und den Wert, die Stelle quasi, wo das ist, das habe ich in den Stack reingeschrieben. Deswegen steht da RBP. Also Push RBP ist ja erst, Push RBP heißt, dass ich den Wert von RBP auslese und in den Stack raufwerfe. Verständlicher? Okay, super. Danke für die Nachfrage. Wir haben dann jetzt, genau, wir haben gerade hier 3064 drauf getan. Und als nächstes MOV 8302. Und zwar anstelle 8 ESP. Das heißt Offset 8 von ESP. Wir erinnern uns, wir sind in Richtung der kleineren Adressen gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück in Höhe der größeren Adressen gucken. Und das ist dann die Stelle, die ich hier freigelassen habe. Hier würde ich dann den Wert 8302 reinschreiben. So, was ich gemacht habe, ist, man sagt dann manchmal an der Stelle auch davon, ich habe mir so ein Stack-Frame reserviert. Das heißt, ich bin hier mit dem Sub16 ESP von der Stelle, wo ich dann weiß, okay, hier bin ich gerade am Arbeiten, ich gehe jetzt ein Stück weiter und dann setze ich rückwärts dann mir entsprechend Werte rein. Gut. Mit den beiden Befehlen habe ich weder achso, das soll natürlich hier ESP heißen, habe ich weder ESP, jetzt komme ich schon wieder bei ESP. Also nur für euch als Hinweis, falls, dass ich, wenn ich bei ESP irgendwie durcheinander komme, dann liegt es nur daran, dass ESP ist 32-Bit und ESP ist 64-Bit. So, wir sind jetzt aber eigentlich bei 64-Bit unterwegs. Genau, bei den beiden MOV-Befehlen, da hat sich jetzt bei ESP und bei RBP nichts geändert. Ne? Habt ihr gesehen, ich bin hier auch mit den Pfeilen an der Stelle geblieben. Jetzt kommt es soweit. Call. Genau, mit dem Offset haben wir was gemacht, eben, weil ich muss ja gucken, wo schreibe ich die 8302 hin. Ich gucke erstmal hier. Da bin ich. Und dann muss ich von hier aus den Offset von 8 gehen, um dann genau an die Stelle den Wert reinzutragen. So, jetzt habe ich hier so ein paar Dinge gemacht und, oha, Call Rechner. Call, ihr erinnert euch noch. Das war der Aufruf von der Funktion, ne? Das heißt, ich fange anscheinend an, jetzt eine Unterfunktion aufzurufen. Call Rechner. Da passiert jetzt was, was wieder nicht direkt im Befehl steht. Und zwar, wir haben ja irgendwo unseren schönen PC, in dem Fall nicht den Personal Computer, sondern den Programmcounter, der ja irgendwo sagt, an welcher Stelle im Programm bin ich eigentlich gerade. Also so dieses wie, keine Ahnung, ich bin an Stelle 100, ich bin an Stelle 104, ich bin an Stelle 108. Gut, der inkrementiert natürlich nicht ganz linear, weil es so ein bisschen davon abhängt, wie groß sind die ganzen Befehle. Aber im Endeffekt habe ich ja dann hier irgendwie meine Opcodes und gegebenenfalls Operanden, was dann alles hübsch in Hexadezimal steht. Das ist mein Programmcounter. Und normalerweise arbeitet der PC, also nicht nur der PC, sondern der Rechner,
Zeile für Zeile im Programmcounter ab. Außer ich kriege sowas wie einen Call oder einen Jump. Jump gibt es ja auch. Ich weiß nicht, ich habe die, glaube ich, im Praktikum irgendwie auch mal gehabt zwischendurch. Da gehe ich aus dem normalen Ablauf, wo ich einfach Zeile für Zeile durchgehe, gehe ich raus und gehe an eine ganz andere Stelle im Programmcode. Kann zufällig dahinter liegen, kann aber auch irgendwo ganz woanders sein. Und wenn ich hier eine Unterfunktion aufrufe, ich bin ja nicht fertig, ne? Das ist ja nur die Unterfunktion und dann habe ich ja hier noch Dinge, die ich eigentlich berechnen will. Die Unterfunktion soll mir ja nur helfen. Das heißt, ich muss hier wissen, der nächste Befehl, der hier kommen wird, das Push Q oder Push Q Prozent RAX, wie ich da wieder hinkomme. Deswegen, wenn jetzt beispielsweise die 100 mein Call-Befehl ist, gucke ich, was ist dann die nächste Zeile? Welche Nummer im Programmcode hat die? Die hätte jetzt hier 104. Und das schreibe ich einmal auf den Stack. Man nennt es auch Return Address oder Rücksprungadresse. Das merke ich mir einfach nur, damit ich weiß, wo das Ganze ist. Und da ich damit was Neues auf den Stack direkt schreibe, also im Endeffekt mache ich was Ähnliches wie im Push, nur noch andere Dinge halt. An der Stelle beim Call inkrementiere ich dann auch den ESP auf die Stelle. Ja, das heißt, ich habe jetzt die Rücksprungadresse, das wäre dann jetzt die 104, auf den Stack geschrieben, damit ich weiß, wo ich dann nach der Unterfunktion wieder hinlaufen kann. Jetzt bin ich in der Unterfunktion. Rechner ist nur ein Label, also nur eine Beschreibung, damit ich das wiederfinde oder damit er auch der Assembler weiß, wo er dann die Sprungmarken hinsetzt. Der erste Befehl ist Push RBP. Den hatten wir eben schon mal so ähnlich. Also, ich packe RBP da drauf. Dabei, wir erinnern uns, wird mein Stackpointer inkrementiert. Warum mache ich das? Es gibt bestimmte Register, die darf ich benutzen für meine Berechnung, aber ich muss auch gucken, ob irgendwer anders sie auch benutzt. Habt ihr mal von Caller Safe und Callee Safe gehört? Okay. Ist ja nicht so wild, kann ich einmal erklären. Super, kann man auch nicht mehr lesen da unten. Gucken, ob ich das verschoben kriege. Nein, natürlich nicht. Dann schieben wir es halt hier oben hin. So, Caller Safe. Caller Safe sind Register, wo in der Verantwortung einer aufrufenden Funktion ist, sich um die Sicherung der Inhalte zu kümmern, wenn sie mich später nochmal interessieren sollten. Also wenn ich als Main-Funktion eine Unterfunktion aufrufe und diese Unterfunktion und in RAX steht zum Beispiel irgendwas, was ich später für meine Programmausführungen noch brauche, dann muss ich mich darum kümmern, das erstmal irgendwo zu sichern, zum Beispiel auf den Stack, damit ich dann, wenn ich das Ergebnis meiner Unterfunktion, die mir ja helfen soll, bekomme, dass ich dann immer noch meinen Wert RAX irgendwie wiederherstellen kann. Das ist Caller Safe. Das Gegenteil ist Callee Safe. Da geht es um die aufgerufene Funktion, dass die in der Verantwortung ist, wenn die aufgerufene Funktion, also die Unterfunktion, eines dieser Register nutzt, also RBX, R12, R13, R14, RBP oder RSP. Wenn ich eines von diesen Registern benutze, dann muss ich mich darum kümmern, die entsprechend auch wieder zurückzustellen. Und jetzt ahnt ihr vielleicht, warum ich, oder vielleicht ahnt der ein oder andere dann schon, warum ich hier Push RBP mache. Ich habe hier oben irgendwelche Sachen. Ich bin gerade in dem Status, dass mein Base-Pointer von meiner Main-Funktion hier oben hin zeigt und mein Stack-Pointer hat vor dem Push RBP auf die Rücksprungadresse gezeigt.
Und jetzt will ich in meinem, jetzt will ich das natürlich nicht überschreiben, weil das sind Dinge, die vielleicht die Main-Funktion macht. Ich arbeite also damit, dass ich erstmal den alten Base-Pointer sichere. Nämlich den hier. Damit ich Dinge mit dem Base-Pointer machen kann. Ne, weil es Base-Pointer ist, Callee safe. Meine Aufgabe. Denn das will ich in der nächsten Zeile machen. Move ESP RBP. Jetzt kriegt nämlich mein Base-Pointer den Wert vom Stack-Pointer. Ich ziehe den hier unten runter. Das heißt, ich habe meinen Base-Pointer manipuliert. Ich muss das wieder rückgängig machen können. Damit ich das rückgängig machen kann, muss ich, oder ich nenne mal RBP Old oder sowas, muss ich diesen einfach abgespeichert haben. Das sehen wir nachher am Ende der Unterfunktion, wie ich dann dahin komme. Warum ich den Stack-Pointer nicht extra auch abspeichere, das werden wir gleich sehen, dass wir das nicht brauchen. Also, ich habe den Base-Pointer gesichert und ich habe den Base-Pointer jetzt nach unten gezogen. Idee des Ganzen ist, ich kann am Ende den Base-Pointer der Main-Funktion wiederherstellen und gleichzeitig habe ich mir jetzt hier nach unten Platz geschaffen, dass ich hier arbeiten kann. So, gehen wir mal ein Stück weiter. Ich würde als nächstes hier in RBX den Wert 16 entfernt vom Stackpointer reinschreiben. Das heißt, ich habe das Register RBX. RBX ist Callee Safe. Achso, das ist natürlich, darf ich eigentlich gar nicht nutzen. Ne? Nehmen wir mal R12. Eigentlich wollte ich das gar nicht nutzen. Nehmen wir mal R12. Nee, R12, R. Nehmen wir R10. Also ich wollte jetzt hier eigentlich ein Register nutzen, was ich eben nicht speichern muss. Wenn ich jetzt tatsächlich hier RBX nutzen würde, dann wäre es ja wieder Callee Safe. Dann müsste ich erstmal das Register speichern, weil vielleicht gibt es ja irgendwen, der irgendwas in der Main-Funktion, was die braucht. Also alles, was ich als Callee Safe-Register habe, wenn ich es als Unterfunktion nutze, muss ich erstmal abspeichern und am Ende meiner Funktion zurückschreiben. Wenn ich jetzt R10 nehme, wenn da jetzt was drin gestanden hätte in dem Register R10, dann hätte sich die Main-Funktion als Aufruferfunktion drum kümmern müssen. So, also ich schiebe den Wert 16 vom ESP entfernt, also nicht die Rücksprungadresse, sondern 3064 in Register 10. Also, warte, da schreibe ich ja gleich noch was. Machen wir die Register mal hier. Ne? Wo sind die Register? Machen wir das Register mal hier oben. Register 10 hat den Wert 3064. Das ist das, was ich in dem Morph-Befehl habe. Dann mache ich hier Morph 24 ESP nach RAX. RAX ist Caller Safe. Glück gehabt. RRX kriegt 24 von ESP ist 1, 2, 1, 8, 16, 24 wären die 8302. Auch erledigt. Und jetzt habe ich natürlich mein Register hier oben geändert. Deswegen muss ich an der Stelle hier auch einmal die 10 auf die 10 ändern. Entschuldigung, dass ich da nicht aufgepasst hatte. Also das Register 10, Morph R10 nach RAX. Das heißt, RAX kriegt den Wert. Das ist ja ein Morph-Befehl. RAX kriegt den Wert, der gerade in R10 steht. Also 3000. 64, das heißt, ich habe hier das Register einmal überschrieben. Und Morph RBP RSP. Was ich jetzt tue, ist, ich gebe dem Stackpointer den Wert von meinem Basepointer. Da passiert jetzt gerade nichts in dem Fall, weil die sind schon auf der gleichen Stelle. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist,
Angenommen, ich hätte hier irgendwelche Dinge raufgetan auf den Stack. Dann wäre ja mein Stackpointer weiter runtergewandert. Dann würde ich an dieser Stelle dafür sorgen, dass mein Stackpointer wieder hierhin zurückwandert. Ne, wir erinnern uns, wir haben ja extra den Basepointer umgesetzt, als wir mit der Unterfunktion angefangen haben. Denn jetzt würde mein Stackpointer auf den alten Basepointer zeigen. Das stelle ich sicher durch dieses Mov RBP RSP. Und dann kann ich die folgende Zeile tun: Pop RBP. Wir erinnern uns, bei Push habe ich ja direkt was draufgeworfen auf den Stack, und zwar an die Stelle, wo mein Stackpointer hin zeigt. Bei Pop nehme ich das, was auf die Stelle des Stackpoint, wo mein Stackpointer hin zeigt, und tue es in das Register, was als Ergebnis angegeben wird. Und wo guckt mein Stackpointer gerade hin? Oha, auf RBP Old, also den, der hier war. Ja, das heißt, Pop RBP sorgt dafür, dass ich meinem Basepointer hier rechts den Wert, den ich ja extra abgespeichert habe von der Main-Funktion in dem Fall, damit ich wieder dahin gehen kann, dass ich das meinem Basepointer wiedergebe, den Wert. Teil 1. Was macht Pop noch? Pop schmeißt das Element raus. Gibt's nicht mehr. Das heißt aber auch, dass mein Stackpointer dekrementiert wird, ohne dass es drin steht. Aber das ist halt, ne, Gegenteil von Push ist halt Pop. Mein Stackpointer dekrementiert wieder einen runter. Beziehungsweise also in Richtung der höheren Adressen zum nächsten Abschnitt. Und das letzte, wirklich die letzte Zeile, die ich mache in meiner Unterfunktion, ist RETQ oder RET. Achso, da fehlt auch ein Q bei Pop, ne, wenn man mal so schnell irgendwie schreibt. RETQ, also RET, steht für Return. Und ihr erinnert euch, dass ja die Funktionen, auch wenn ihr sie in Java geschrieben habt, habt ihr am Ende auch in der Regel ja ein Return bei den meisten Funktionen irgendwie stehen. Außer es ist irgendwie ein Void. Wenn es Void ist, habt ihr natürlich dann keine Rückgabe, aber ansonsten ist ja irgendwie dann ein Return von irgendeiner Variablen, von einem Integer, etc., etc. Oder gar ein Return 0. So, was macht Return? Return guckt an die Stelle der Rücksprungadresse und schaut sich das Ganze an. Was steht da drin? Also, Return nimmt die Rücksprungadresse, sorgt dafür, dass mein Programmcounter, der ja durch den Call-Aufruf ganz woanders gelandet sein kann. Also, keine Ahnung, vielleicht sind wir jetzt hier irgendwo hier unten mit unserer Programmabfertigung gewesen, dass das dahin geht, wo ich mir das abgespeichert habe, damit meine Main-Funktion wieder weiterarbeiten kann, damit ich hier hinkomme. Das war ja das, was ich abgespeichert habe. Das macht Return an der Stelle. Und genau, da springt zurück. Und gleichzeitig wird die Return-Adresse rausgenommen und an der Stelle der Stackpointer wieder einen zurückgesetzt. So, das ist auch wieder, steht nicht explizit drin, ist aber das Gegenteil von dem Call. Also so wie eben Push und Pop so ein bisschen eine gemeinsame Beziehung hatten zwischeneinander, hat auch Call und Return eine Beziehung. Call schmeißt die Rücksprungadresse auf den Stack und Return nimmt das Ganze wieder runter und räumt die Stelle auf. Das heißt, ich habe meinen Stackpointer an der Stelle wieder verschoben und wäre jetzt mit meiner Unterfunktion fertig. Jetzt habe ich noch andere Dinge. Push RAX. Damit würde ich jetzt dann, das hat natürlich keinen Platz, würde ich hier RAX reinschreiben. Und dann geht das Ganze noch weiter. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen mit dem Stack, weil jetzt sind wir ja wieder in der Main-Funktion drin. RAX ist noch insofern wichtig. In RAX oder bei 32-Bit-Assembler in EAX wird das Standardergebnis der Unterfunktion erwartet.
Also wenn ich irgendwie eine Berechnung meiner Unterfunktion aufgebe, dann erwarte ich, dass das Ergebnis in RAX drin steht. Das ist so meine erste Erwartungshaltung. Deswegen wird dann meistens RAX oder ERX aufgerufen. Das sind so Konventionen, die es gibt. Genau, grundsätzlich würde jetzt mein Programm halt nur so ein paar Dinge tun, ne? Push-formatierten String, Call, Print-Funktion nochmal. Würde dabei dann das ganze Nutzen ausgeben und dann hier mit einem mov rbp rsp pop rbp return die Main-Funktion beenden. So, das ist aber für uns ja schon gar nicht mehr so spannend. Also, was hat unsere Funktion gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben im Endeffekt ja hier die 8302 und 3064 haben wir ja in der Unterfunktion benutzt. Deswegen, weil die Unterfunktion das brauchte, ist das von der aufgerufenen, von der Main-Funktion in dem Fall, ist das auf den Stack gelegt worden. So. Und ist dann, wir sehen es hier nicht mehr direkt, aber im Endeffekt ist das so, wie wenn wir einen Methodenaufruf mit Argumenten haben, dass wir das einfach mit angeben würden und sagen, hier, ich habe meine ja, Parameter wäre auch, dass wir dann eben, wenn ich dann irgendwie so habe, Addition mit int a und int b, das wäre dann quasi das Gleiche. Und die aufgerufene Funktion, also dieses Push, also erst, also dieser Ablauf, Call, um die Unterfunktion aufzurufen, dann ein Push RBP, um den alten Basepointer zu sichern und dann mov rsprbp, damit ich dann weiß, ich zeige mit Stackpointer und Basepointer auf den alten Basepointer. Das ist auch ein, also das ist halt einer der, ist der Standard dann in Assembler. Das ist der Standardablauf. Und dadurch weiß auch der, ja quasi auch der Compiler oder der Optimierer von Assembler oder wenn man es im Assembler selber komplett schreiben würde und nicht irgendwie von der Hochsprache sich in Assembler kompilieren würde, dass an dieser Stelle im Programm, also wenn ich jetzt hier bin, ohne diese Zeile ausgeführt zu haben, sondern ich bin ja jetzt gerade in mein Programm gegangen, dann weiß ich, ich zeige auf genau diese Stelle und ich habe eine Adresse höher, habe ich die Rücksprungadresse liegen und ab zwei Adressen höher habe ich dann gegebenenfalls Argumente oder Parameter liegen und kann anfangen, sie mir da rauszuholen. Das heißt, wenn ich einen Compiler eben hätte und dann dem schreiben würde, ne, Addition int a, int b, dann würde int a und b aus genau diesen beiden Zellen rausgeholt werden. Genau, das wird dann eben verarbeitet. Was in der Unterfunktion gemacht wird, kann eben verschiedene Sachen haben, kann eben Auswirkungen haben. Und am Ende wird eben diese kleine Trickserei genutzt, da wieder zurück zum alten Basepointer zu kommen. Okay, muss ich auch mal gucken. Ich hoffe, damit ist der Aufruf einer Unterfunktion mit Stack etwas klarer geworden. Ich weiß, müsst ihr euch vielleicht sonst noch mal ein bisschen langsamer in Ruhe angucken. Aber es sind eben genau diese Schritte. So, dass die aufrufende Methode, die bereitet eventuell etwas vor für die untere. Dann erfolgt der Methodenaufruf. Dann wird in der Methode selber wird erstmal dafür gesorgt, dass ich zurückspringen kann. Und dann führe ich meine Berechnungen aus, sorge dafür, dass mein Ergebnis in RAX landet. Räume dann quasi das, was ich gemacht habe, auf, damit ich wieder in meine Aufruferfunktion zurückkomme. Gehe in meine Aufruferfunktion. Ne, das ist dann der Return-Befehl. Und dann bin ich als Unterfunktion fertig. Und was danach gemacht wird, der Kram, der interessiert dann erstmal nicht so sehr. Außer vielleicht halt eben, dass das Ergebnis nochmal in RAX steht. Gut. Noch Fragen? Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen geholfen. Wie gesagt, letztes Aufgabenblatt nach meinem Wissen. Mein Angebot steht halt. Ich könnte, wenn das Interesse ist, die nächsten beiden Wochen
schon mit euch so ein bisschen anfangen, nochmal ein paar Themen für Klausur zu wiederholen. Einfach nur so ein bisschen einmal so ein Parcours-Ritt durchs Semester. Dann könnt ihr schon mal schauen, wo sind noch vielleicht ein bisschen größere Lücken. Das kann natürlich nicht alles abdecken, was wir gemacht haben im ganzen Semester. Ich kann aber einfach nur versuchen, euch schon mal so ein paar, ja, wie gesagt, so ein erst mit euch die erste Basis nochmal zu bilden. Wenn es Wünsche gibt, das vielleicht noch dazu, genau. Wenn ihr konkrete Themenwünsche habt für eine der beiden Wochen, dann schreibt sie mir gerne. Steht zwar auch auf der TAMS-Webseite, aber schreibt es sonst gerne an meine E-Mail-Adresse. Also entweder die Uni-Adresse oder ihr macht es einfacher und schreibt es an esb@dualj.de. Das kriege ich auch. Ist vielleicht kürzer zu merken. Ich weiß, genau, also jetzt ist ja die Frage nach der Probeklausur. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Manchmal gibt es noch so ein Repetitorium, was also so als Art Paniktutorium angeboten wird. Da wird dann meistens die Probeklausur besprochen. Das macht dann allerdings Andreas Meder. Da bin ich dann raus aus dem Thema. Ich mache nur noch die nächsten beiden Donnerstage. Alles andere macht dann halt wer anders. Aber ich kann sicherlich mal nachfragen und für den Fall, dass das nicht angeboten wird, kann ich gucken, ob wir da eventuell sonst auch irgendwie uns Aufgaben anschauen könnten, damit ihr guckt, oh, wie gut ihr damit dann zurechtgekommen seid. Ja, aber das muss ich nachklären. Wie gesagt, in den letzten Jahren war es meistens so, dass das dann eher im Paniktutorium besprochen wurde, wenn es das gab. Genau, also es wäre schon hilfreich zu wissen, dass man es irgendwo bespricht, die Probeklausur da. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Und ja, entweder bis nächste Woche oder wenn nicht, dann viel Erfolg schon mal bei der Klausur und bei allen weiteren Studienfächern, die ihr habt, bei allen anderen Klausuren etc. Eine schöne Woche euch.